So, und weiter geht's bei Let's Play F1 2012 mit dem Rennen in Abu Dhabi. Ja, bin gespannt. Wir starten ja von der Pole Position. So, Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Wer der erste? Ja, genau, die glauben, die spinnen doch, die spinnen doch, die Leute. So. Ja, bin gespannt. Bin wirklich gespannt. Los geht's. Wir starten von Platz 1, Vettel auf Platz 2, glaube ich. Ja, Vettel 2. Los geht's, drittletztes Rennen beginnt. Boah, Vettel zieht schon vorbei. Beide Red Bull vorbei. Jetzt wieder auf Platz 2, auf Platz 3. Scheiß Kabel. Button. Start nicht perfekt. Was ist denn mein Reifen unter kaputt? Boah, meine Reifen. Button. Zweiter, Vettel erster, das gibt's doch nicht. So machen wir natürlich keine Punkte gut auf Vettel, wenn ihr mehr heute holt. Alles sauber. Jetzt ist Vettel der nächste. Der darf sich nicht so absetzen wie Hamilton letztes Rennen, wo er dann über 20 Sekunden Vorsprung hatte auf uns. Ich glaube, das lag einfach an der Strecke. Korea lag uns einfach nicht. So wie hier. Ich darf die Curbs nicht so mitnehmen. Definitiv nicht. Fuck. Die Reifen. Weber geht auch ohne Probleme vorbei an uns. Boah, können wir sie alle ausbremsen? Genial. Alle ausgebremst. Platz 2 zurückgeholt. Vettel aber ewig weit schon vorne. Wir müssen ein bisschen Reifen schonen da vorne. Wir müssen nämlich bis zur sechsten Runde durchhalten, die Reifen. Das sehe ich momentan schwarz.
Sehe ich momentan ehrlich gesagt wirklich schwarz. Hier wieder aufpassen. Ging dieses Mal gut. Vettel schon ewig weg von uns, aber wir können uns auch ein bisschen absetzen. Wir können uns auch ein bisschen absetzen von Hamilton. Aber das regt mich auf, dass Vettel erster ist. Unser Rivale. Und Vettel pusht. Es liegt daran den Reifen von uns. Der ist zu schlecht, der Reifen. Huh! Und Ziel somit verfehlt. Wir müssten nämlich Erster werden. Scheiße. Ist natürlich doch mein Dreher vorhin ins Vettel ewig weit weg von uns. Aber wir kommen langsam näher. Also schaut aber so aus. Von der Zeit her weiß ich es nicht. Ja, von der Zeit kommen wir auch langsam näher. Worauf abwägen? So natürlich nicht. Ah, jetzt ist Vettel wieder ewig weit weg. Die Lücke zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Jetzt muss Vettel richtig Mist bauen im Boxenstopp. Oder beim Boxenstopp. Dass wir ihn hier kriegen. Jetzt haben wir nur 5,7. Wir holen wieder langsam auf. Ja, musste abkürzen.
Wir kommen wieder näher, wir kommen wieder näher. Den Ralf bin ich zurzeit wieder zufrieden. Sie gehen schon. Button ist eine neue schnellste Runde gefahren. Vettel liegt 5 Sekunden vor dir. 5 Sekunden vor dir. Vettel, kannst du mal 3,8 Sekunden stehen bleiben? Von mir jetzt auch 4 Sekunden stehen bleiben. Müssen ja gar keine 5 Sekunden sein. 4 reichen ja auch. Sorry, das war ich. So, die Reifen, ja, haben ihre besten Tage schon hinter sich. So nah war ich noch nie an Vettel dran bis jetzt. Jetzt wissen wir auch warum. Vettel spart Benzin. Vettel fährt in die Box. Genauso wie mir. Vettel ist jetzt an uns vorbei. Wow, wir sind wieder richtig nah dran an Vettel. Wir sind richtig nah an Vettel dran durch diesen Boxenstopp jetzt. Der Fahrer hinter dir ist auf weichen Reifen unterwegs. Er hat dir gegenüber. Boah, wir haben Vettel im internen Duell überholt. Und wir haben jetzt sogar noch DRS. Weil wir vorher noch hinter Vettel waren. Genial. Richtig perfekt gelaufen, der Boxenstopp für uns. Und jetzt kriegen wir sogar wieder DRS. Du bist auf Platz 4 vorgefahren. Genial. Perfekt, da kann es für uns nicht laufen. Müssen nur die Reifen durchhalten. Massa geht in die Box und jetzt ist Vettel wieder Zweiter. Vor dem Boxenstopp haben wir zwischen 3,5 und 5 Sekunden Rückstand auf Vettel gehabt auf dem ersten. Und jetzt hat nach dem Boxenstopp hat Vettel 1,7 Rückstand auf uns. Wirklich prima Boxenstopp, Jungs. Haben unsere Mechaniker wirklich gut gearbeitet.
Und jetzt heißt es einfach nur noch die Runden runterfahren. Konzentriert runterfahren. Drei Komma vier vier eine Sekunde Vorsprung auf Vettel. Und ich hoffe halt, dass auch unser, wir sind der Red Bull, wir sind der Toro Rosso, dass unser großes Team, sprich unser großer Bruder, also Red Bull, wo auch Vettel fährt, auf uns aufmerksam wird, weil sie können uns ja einfach verpflichten. Weil die Teams gehören ja indirekt zusammen. Wäre natürlich genial. Wenn wir dann einfach aus gutes Talent zu Red Bull kommen würden, wäre natürlich genial. Wäre natürlich richtig genial. Können wir jetzt auch ein bisschen Benzin sparen. Weil das letzte Drittel der Saison war genial. Haben wir richtig viele Siege und auch richtig viele Podiumsplätze eingefahren. Jetzt schon 4,7 Sekunden Vorsprung auf Vettel. So schnell kann es gehen. Das durch diesen super Boxenstopp. Nächste Rennen dann in der USA, in Texas und danach nur noch in Brasilien. Brasilien wird wieder richtig geil, die Strecke. Freue mich jetzt schon drauf. Texas, naja, ist jetzt nicht so meine Lieblingsstrecke, mag ich eigentlich überhaupt nicht. Die Strecke, vor allem diesen kurvigen Teil da in der Mitte. Beziehungsweise der am Anfang gleich, der kurvige Teil. Mag ich eigentlich weniger. Aber naja, müssen wir auch durch. Ja, auf diese Kurve habe ich immer noch Respekt. Sie sieht harmlos aus, aber ich rutsche da immer brutal. So. Lang ist es nicht mehr zu gehen. Auf dieser Strecke ist ja auch Vettel das erste Mal Weltmeister geworden. 2010 war eins der besten Rennen, was ich in den letzten Jahren in der Formel 1 gesehen habe. Ja, Vettel kommt wieder ein bisschen ran. Na
Naja, oder auch nicht. Den harten Reifen bin ich sehr zufrieden, die halten ewig. Ja, wir sparen ja gerade ein bisschen Benzin. Wie ist denn eigentlich, wenn man so fährt? Boah, ganz schön ungewohnt so zu fahren. Wirklich ein bisschen ungewohnt so zu fahren, aus dieser Perspektive. Ist aber relativ cool. Hat was. Hat was. So zu fahren ist schon. Ist natürlich realistischer. Aber fürs Let's Play ein bisschen ungeeignet. Können wir mal machen, dass ich in Texas dann das Training nur so fahre. Können wir ja mal machen. Ja, hat schon was. Aber das Blöde ist, ich habe keine Curse-Anzeige. Wie viel Curse ich noch habe. Das ist ein bisschen blöd. Ist ein bisschen blöd. Ja, da habe ich es, so habe ich es jetzt. Aber nach innen habe ich es nicht. Ja, da ist vielleicht ein Nachteil an ihrer Sicht. Ja, fahren wir wieder zu. Wobei ich die Sicht, ja okay, die finde ich total ungewohnt. Von der Seite sieht zwar genial aus, aber es ist viel schwieriger, die Kurven dann zu nehmen. Und so konnte ich überhaupt nicht fahren. Und so auch nicht. Kein Rennspiel kann ich so fahren. Geht nicht. Ja, aber diese Sicht hat schon was. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es ihr lieber haben wollt. So oder... So, mir wäre das eigentlich egal. Aber ich finde halt so sieht man weniger als mit anderen. Bei der Ansicht sieht man einfach mehr. Aber man hat auch die Anzeigen. 4 Sekunden trennen dich von deinem Hintermann. Von DRS und so. Und von Sprit, was man halt hier auch, was man hier hat, aber hier nicht. Muss ich immer nach hinten schauen, wie viel Curse ich noch habe. Ist ein bisschen lästig. Naja. Wir empfehlen Gemisch 2. Gemisch 2. Im Moment sieht die Schrittmenge gut aus. Intermediate beim nächsten Stop. Ja, das war aus Versehen. Ich wollte eigentlich das Gemisch ändern.
Ja, die Sicht hat schon was. Aber irgendwie wird es nicht dunkel, fällt mir gerade auf. Es wird nicht dunkel. Letzte Runde. Letzte Runde. Ja, die Sicht ist schon nett, aber wie gesagt, fürs Let's Play glaube ich ein bisschen ungeeignet. Weil man eben auch die ganzen Anzeigen nicht hat. Natürlich, km/h, Gang und Platzierung haben wir da drin in dem Display, aber ich finde zu wenig. Naja. Wie gesagt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Welche Sicht ihr lieber mögt. So, nehmen wir mal wieder die da. Standardmäßig. So. Ist eh schon die letzte Runde. Unglaublich. Und wir gewinnen. Genial. Teamkollege Daniel Ricciardo wird nur 14. Vettel, wie gesagt, 2. Und jetzt schauen wir mal auf die WM. Ja. Und unser Rivale. Ist 6. Genial. Wirklich genial. Fahrerwertung können wir uns auch gleich mal anschauen. Wir sind immer noch auf Platz 5. Lotus 1 zu werden noch ein bisschen komplizierter. Einfach Ricciardo seine Punkte nicht holt. Naja. Und hier sind wir. Und feiern. Vettel auf 2. Ich glaube Hamilton auf 3 oder was? Button, ich weiß nicht mehr. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hier ist Vettel, hier sind wir. Und wir jubeln. Pole. Oder Sieg, muss man sagen. Sieg in Abu Dhabi. Party bei Toro Rosso vor Abschied. Okay. Level 11. Schaffen wir Level 11? Nee. Dürfte nicht schaffen. Nee. Oder? Was? Boah, haha, 300 Punkte. Geil. Wir haben gerade ein Vertragsangebot von Christian Horner von Red Bull erhalten. Ich habe es mir schon angesehen. Es besagt, dass du ihr Fahrer Nummer 1 sein würdest. Du sollst auf jeden Fall darüber nachdenken, dass er bis Sao Paulo einen Antrag braucht, damit... Boah. Ja. Ohne zu zögern. Und wir sind überall besser als Ricciardo. Das Dumme ist, ich weiß halt auch gar nicht, ob es eine dritte Staffel geben wird von F1. Deswegen ist es gerade ein bisschen sinnlos, aber naja. Denn ich weiß gar nicht, wie lange dieses Projekt hier noch geht. Ich glaube, das geht ja bis zum Juli rein.
Denn heute ist noch Mai, heute ist der 28. Mai, deswegen, ja, heute, also für mich, ja, heute ist, ja, Juli. Juli, bis Mitte Juli. Patty liebäugelt mit Wechsel. Quellen aus dem Umfeld von Toro Rosso-Fahrer Killer Patty haben durchsickern lassen, dass der Formel 1-Pilot aktiv einen neuen Cockpit sucht. Mark Bender, Renningenieur und langjähriger Freund von Patty, sagt dazu: Ich kann diese Gerüchte weder bestätigen noch dementieren, aber wenn jemand ein entsprechendes Angebot vorlegt, würde Killer es beim Ausloten seiner Optionen für das nächste Saison sicher berücksichtigen. Geil. Ja, wir wechseln ja nicht weit, viel weiter. Toro Rosso, also von Red Bull, das zweite Team, und wir wechseln jetzt aufs erste Team. Es ist das gleiche, wenn ich bei Bayern in der zweiten Mannschaft gespielt habe und jetzt, weil ich so gut bin, in die erste Mannschaft wechsle. Naja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Killer Party.